Nur ein kleines Addendum sagen. Die Energie fließt dorthin, wo man die Aufmerksamkeit hingibt. Und das wissen viele Leute in den Medien und auch die, die sozusagen an der Macht sind oder die hinter der Macht sind. Und das wird benutzt, um zu manipulieren. Viele, viele Millionen Menschen zu manipulieren. Wir sind durch unsere Kraft des Geistes, den wir uns haben, Co-Kreatoren. Und wir schaffen in gewisser Weise diese Realität, in der wir sind. Deswegen ist es so wichtig, dass man in seinem eigenen Bewusstsein ruhig wird, Friede findet, Liebe findet und nicht mehr nur im Kopf alles durchdenkt, sondern wirklich ins Herz geht. Wenn man Fragen hat, die Fragen sozusagen wie eine Perle vor sich, vor dem Herz halten und einfach mal bitten, dass es umgewandelt wird, in was immer, Friede, Liebe, Weisheit, was immer man möchte. Und je mehr man das übt, desto leichter geht das auch. Wir leben in einer illusionären Welt. Und solange wir nicht akzeptieren, verstehen, wie mit uns und unseren Energien und Gefühlen Spielball betrieben wird, mit uns gespielt wird, solange können die eben unglaubliche Verbrechen inszenieren. In dem Moment, wo viele oder immer mehr Menschen wissen, dass das eine Illusion ist, dass das eine Inszenierung ist, die man eben macht, um unsere Lebensenergie abzusaugen, und indem wir in unsere eigene Kraft und Macht gehen und unsere Energie für positive Dinge verwenden, dann ändert sich die Welt. Das wollte ich sagen. Danke.